Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part New Super Mario Bros. U Deluxe. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben und wie im letzten Part gesagt, wenn ihr nicht geguckt habt, dann guckt ihn lieber. Ich werde ihn jetzt mal da oben verlinken. Ja, guckt ihn vorher an, sonst rafft ihr nicht, warum ich Luigi jetzt spiele anstatt Mario oder so. Also ich habe ja gesagt, ich spiele jetzt Luigi. Ihr wisst ja, was ich letztes Jahr. Dann machen wir jetzt erst dieses Level. Also was ist denn noch eigentlich so mein Ziel? Ich denke, die Welt will ich schon abschließen. Pilzparkurs. Nein, warte. Okay, ganz kurz. Der pinke Yoshi ist, mit dem kann man fliegen. Ja, siehst du? Warte. Jetzt. Wenn du schüttelst, kannst du fliegen. Kannst du fliegen? Es hat auch eine bestimmte Zeit. Ja, ihr habt gesehen, die Reich, also schon lang, aber naja. Trotzdem kannst du sterben. Also ich finde die Musik, aber in jeder Welt, in jeder ersten Welt, gibt es immer eine Wolkenwelt. Immer. Also ein Wolkenlevel, nicht Wolkenwelt. Trotzdem, also... Ja, schon ein bisschen nervig, weil... Kann er auch die Piranha-Pflanzen essen? Ja, kann er. Pinker Yoshi OP? Fragezeichen. So. Warte, da sind die grünen Münzen. Kriegen wir die überhaupt? Okay, die haben mir richtig gut voll gekriegt. Bam, 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 bam. Wenn man diese Musik hört, dann verliert man einfach jeden Frust irgendwie. Also meistens. Denn die ist ja so fröhlich. Lauf! Oh, hoch, hoch, hoch! Juhu! Und das Besondere an diesem Yoshi ist, dass du ihn mitnehmen kannst. Nee, also nicht wie der grüne Yoshi, den du dann für das Level abgibst. Nee, du kannst den bis zum... du kannst die alle Level machen, aber ich weiß nicht, ob man die bei Burg oder... Ja, Castle oder so reintun kann. Also das weiß ich jetzt nicht. Dann wollen wir mal... Eichlein 5, Piranha auf und ab. Also diese Musik macht mich gerade irgendwie so ein bisschen fröhlich, ey. Ja, also wir haben auch ein bisschen später in der Nacht, deswegen kann sein, dass ich mich wieder ein bisschen verplapper. Also, wieder nicht weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird. Wo ich dann 50 Versuche brauche, bis ich das Wort habe. Oh. Das habe ich euch auch gezeigt. Babys Yoshis können nicht so große. Nachteil, du kannst... Nachteil, er kann keine Hämmer oder so fressen. Also, er kann die halt nicht aufsammeln und ausspucken. So wie der Große, der kann ja Feuerbälle auch einspucken und... Du Mistkerl! Dieser Mist. Nein, ganz ruhig bleiben. Oh, was ist denn da oben? Da-dam, bam, da-da-bam. Also diese Musik macht fröhlich so ein bisschen. Oh Gott.
Also nur als Info, du solltest damit die Feuerbälle, die Piranha töten, was eigentlich schwer ist natürlich. Aber ich bin zum Glück nicht gestorben, also Glück ist bei mir gerade da. Hoffentlich. Oh ne, Goomba. Ich hasse Goomba. Nein! Boah. Okay, runterrutschen. Ach ja, wie ich das Level finde, also... Hintergrund, Pombe, also kann ich mich zumindest nicht beschweren. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Ziel habe ich auch gesagt, diese Welt abschließen und vielleicht noch mit einem neuen anfangen. Ja. Eichelhain One-Up-Pilz. Also, One-Up-Pilz-Haus? Ein-Up-Pilz? Ah. Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und ein One-Up geflogen. Du brauchst sie nur einzusammeln. Hast du am Ende mehr One-Up-Pilze als Bowser, wirst du mit One-Ups belohnt. Am besten, die Münzen sind die eh das Beste wegen, ja. Ihr habt gesehen, wie viele Bowsers da rauskommen. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel 0 Leben. Ich habe sogar Minusleben. Ich habe sogar noch mehr Minusleben. Ich habe jetzt Minus. Ich habe Minusleben gemacht. Also, die Minigames wollen nicht. Letzter Part, Pilzhaus, drücke ich noch den Bowser rein, obwohl man das nicht machen soll. Jetzt heute, also wo ich das aufnehme, ja, was ist? Kriege ich mehr Bowsers als ich? Oh. Egal, wir kämpfen jetzt gegen eine Piranha-Pflanze. Aber wie soll ich die kämpfen ohne Feuerblume? Ein Stern. Achso, da kommt ja die Box. Juhu, ein Stern. Mein drittes Item, wenn ich mich nicht irre. Wir haben ja einen Eichelpilz gekriegt. Da vorne, kurz vorm. Nach der Burg. Ja. Jetzt geht's auf zum Lemmys Paddelfestung. Luigi darf gegen ihn antreten. Wird Luigi auch mal was reißen oder ist er so tollpatschig? Und natürlich haben wir auch die Variante. Ich war gerade ein bisschen geschockt wegen der Musik. Oh. Und ja, mein Ziel war mindestens bis zur dritten, vierten Welt nicht zu sterben. Auf jeden Fall, wir spielen ja auch den Nachfolger in New Super Luigi U. Ja. Aber das kommt dann erst nächstes Jahr irgendwann bestimmt. Bam, bam, bam. Nein. Ich sollte hier nie wieder den Turbo einsetzen. Ich gras gerade eher durch als. So soll man die, glaube ich, nicht. So soll man die holen. Bam, bam, bam. Also ich finde die Castle-Mucke auch richtig episch. Du kannst irgendwie damit. Du kannst einfach da mitsingen einfach. Okay, Zieg wird gefunden. Du kannst aber hier richtig gut mitsingen bei da, da und so, weißt du? Also die zählt auch zu einer meiner Top-Favoriten, sag ich einfach mal. Weil du kannst halt richtig gut mitsingen, also so mit singen.
sagen. Also, ich mag den Zweck einfach. Oh Gott. Okay, warte, ich will es richtig machen, wenn man jetzt keinen Eichelpilz hätte. Ich will ja auch zeigen, dass ich das auch ohne Schieden machen kann. Oh, ja. Es ist schwierig, wenn man noch einen Eichelpilz hat. So. Wie letzten Part gesagt, immer in der Ecke ist eine Feuerblume oder an einer. Also, eigentlich immer. Also, ich wüsste jetzt nicht, bei welcher Burg oder Castle es ausfallen würde. Oh. Kämpfen wir etwa auf sein Luftschiff? Dann können wir es in den Verderben schicken. Oh, eine Kanone. Die sehen so aus wie so. Aus welchem Spiel nochmal? Oh, die kommen mir so richtig bekannt vor. Egal. Warum habe ich Feuerblume genommen? Wieso habe ich Feuerblume genommen? Also jetzt mal wirklich, wenn die explodieren. Nein! Oh. Ich wollte ihn angreifen lassen. Komm, jetzt lasse ich ihn angreifen. Ich will gucken, was er hat. Also nur Riesenbomben und normale Bomben. Also. Okay, für den ersten Boss. Nicht schlecht, finde ich. Für den ersten Boss finde ich es gar nicht schlecht. Aber was ich auch lustig finde, die Piranha guckt auch in die Richtung, wo ich bin. Und bye bye, Lemmy. Wir sehen uns irgendwann wieder im nächsten Mario-Spiel. Oder in Luigi U. Jaho! Alle Sternmünzen im Eichenhain gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Weiß ich nicht. Werden wir bestimmt auch irgendwann herausfinden. So, warte. Hier kann man die wechseln. Sternmünzen, warte. Da. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit. Oh, komm, ich will euch nicht spoilern. Ich weiß nicht, ob ihr die Map kennt oder so, aber ich spoilere euch einfach nicht. Okay, eine Sandwüste wie meistens im Spiel. Und das ist Morten. Morten ist das. Sandkuchenwüste 1. Teil der Gesichtsfelsen. Here we go. Ja, dann sagen wir, das machen wir noch, oder? Und dann noch das Pilzhaus, ne? Ja, komm, holen wir auch noch. Bin heute in Stimmung. Treibsand. Treibsand. Also, ich kenne ihn als alte Spieler, also das New Super Mario Bros. Wii für die Wii. Und da war das erste Level, da kommen Schluchten, wo dann über so welche Sandturbinen rüberspringen mussten. Also, zum Glück ist das hier anders. Noch anders. Eichelpilz. Den lasse ich mir nicht entgehen. Oder doch? Ja, der ist weg. Nein, jetzt. Also den wollte ich mir jetzt nicht ergehen lassen. Wenn ich jetzt schon kein Power-Up habe. Und du kannst die Teile hier mit der Stampfattacke rein. Pressen, einstampfen. Oh, das will ich herausfinden. Was ist da drin? Um zu sagen, der erste Spielstand war nicht so, perfekt. Ich habe einfach nur durchgewaschen, die Starcoins geholt und das war's. Mickrig, die Ausbeute.
ganz sicher, habe ich das Gefühl, dass mir eine Starcoin fehlt. Nein, ich wollte die Münzen. Mein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Alle Münzen zusammen. Nein, jetzt kommt das auch noch vor. Okay, dann nehme ich aber den Eichelfilz. Scheiße. Nein. Ey. Okay, ich wollte dir eigentlich mit den Eichelfilz holen, aber dann seht ihr mal, wie ich das hier gemacht habe ohne. Okay, One-Up-Pilz. Dann sagen wir noch zum Schluss. Zum Schluss nehmen wir noch das Pilzhaus. Denke ich jetzt einfach mal. Ja. Dann sage ich, dann ist es wahrscheinlich auch, ja. Ende, denke ich mal. Also, vermutlich. Oder? Nein. Moxie. Der hat die ganzen Sachen aus dem Laden geklaut. Dieser Schurke. Oh nein, wie schrecklich, so ein Typ hat mein Zeug gemobst und ist einfach damit abgehauen. Bitte, du musst mir helfen. Da bin ich jetzt schon 1000 Mal schneller da. Der flüchtet ins erste Level. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeug und vielleicht werde ich es nie wiedersehen. Ich verstehe nicht, warum du hier noch rumstehst. Er ist in Richtung Eiche eingefroren. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in diese Röhre. Wie ich. Und schieß in mein Verderben. Okay. Dann denke ich mal, dass wir das Pilzhaus doch erst in der nächsten Folge bringen, weil, ja, dann kann ich ein Thumbnail schon mal machen dafür. Ja, oder so. Also es hat auch andere Gründe, weil ich ja halt auch noch spät aufnehme. Und ich darf nicht mal so laut sein. Die Nachbarn. Meine Familie. Okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ich bin ein bisschen neben der Spur wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like bitte, gerne. Vergesst nicht zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.